Hallo, ich bin Carsten im Stahlwerk und wenn ihr wissen wollt, was ich hier mache, dann kommt ihr einfach mit. Ja, hallo nochmal. Ich befinde mich hier Tatsache in einem alten Stahlwerk. Das ist hier der Landschaftspark Duisburg Nord. Landschaftspark und Industrieruine, wie passt das zusammen? Es ist so, bis 1985 war das hier Tatsache noch ein Stahlwerk. Nachdem dieses Stahlwerk dann geschlossen wurde, gründete sich hier eine Bürgerinitiative, die dieses Stahlwerk gerne erhalten wollte. Dieses Stahlwerk ist jetzt mittlerweile öffentlich zugänglich. Es kann jeder hier rein, es kostet auch keinen Eintritt. Und warum ich heute hier bin, ist ein ganz einfacher Grund. Ich möchte euch zeigen, wie die Natur sich nach und nach so ein Stück Industriegeschichte wieder zurückerobert. Und wenn ihr wollt, nehme ich euch gerne mit. Thank you.
Ja, ist schon wahnsinnig toll, was es hier alles zu entdecken gibt. Nur leider fängt es immer wieder an zu regnen. Ich hoffe mal, es hält sich jetzt so, wie es jetzt ist. Aber es ist wirklich nicht schön. Aber schön schaurig interessant, würde ich sagen. Und wie ihr seht, auch überall zwischen diesen Industrieruinen wachsen kleine Bäumchen, Gräser. Also die Natur holt sich schon ihr Reich wieder zurück. Wie heißt es so schön? Die Erde wurde uns nur geliehen. Ähnlichen Teil der Anlage. Allerdings ist er auch nicht sehr ruhig, weil in unmittelbarer Nachbarschaft führt die A42 vorbei. Ist trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Natur sich dann doch ihren Platz wieder zurückholt. So, jetzt stehen wir hier am Hochofen 5. Hochofen 5 ist ein begehbarer Hochofen. Das ist der letzte Hochofen, der hier noch kurz vor der Stilllegung saniert wurde. Und der ist soweit sicher gemacht, dass man da hochsteigen kann. Dann schauen wir uns mal die Aussicht an.
sind wir tatsächlich auf dem Hochofen 5 angekommen. Das ist nicht ganz der höchste Punkt des Landschaftsparks und auch nicht ganz der höchste Punkt vom Hochofen. Ist aber der höchste Punkt, den man hier legal und sicher erreichen kann. Aber es ist ganz schön windig. Spaziergang gefallen. Also es ist wirklich jedes Mal wieder toll, hier zu sein. Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und irgendwie sieht man jedes Mal etwas anderes, Interessantes, Neues, Spannendes. Ich werde euch den Link für die Internetseite des Landschaftsparks unten in die Infobox packen. Und wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut euch das Ding mal an. Es lohnt sich. Bis dahin, tschüss.